Ich habe ein, also ich habe keine Slides recycelt, ich habe trotzdem sehr viel Arbeit bei der Erstellung der Slides gespart. ich wollte vier Bin-Utils vorstellen, die ich sehr lange nicht kannte und die mir später sehr geholfen haben, dabei random.o und random.elf-Dateien zu debuggen, die aus Gründen aus irgendeiner Maschine nicht ausgeführt wurden. Und ich dachte, vielleicht ist es für andere auch interessant, die Befehle zumindest mal gesehen zu haben und so einen ganz groben Überblick zu bekommen, was da drin in diesen Dateien eigentlich passiert. Meistens braucht man es nicht. Manchmal erklärt einem das, warum Dinge nicht gehen. Das ist sehr hilfreich. LDD haben wahrscheinlich die meisten schon mal gesehen. Weiß ich nicht, ist der dynamische Linker von mindestens Linux. Ich weiß nicht, ob er noch woanders benutzt wird. Das ist das Programm, was dafür sorgt, dass... Ich nehme mal irgendein beliebiges Binary. Das auflöst quasi, welche konkreten Libraries eigentlich benutzt werden, wenn diese Datei ausgeführt wird. Es gibt einmal den dynamischen Linker und LDD ist quasi das Reporting-Tool dazu, das kann, glaube ich, auch noch ein paar andere Sachen debuggen. Das Resolved, also in diesem Binary, in diesem Fall Vim, steht was drin, wie, ja, ich brauche eine libgio 2.0so, hier. Und die, nicht F, die kann ja nun an allen möglichen Stellen sein. In meinem System ist sie jetzt zum Beispiel hier. Aber bei einem anderen System kann das ganz woanders sein. Um diese Auflösung zu machen, gibt es den dynamischen Linker, der wird am Anfang, wenn das Programm geladen wird, einmal quasi drüber laufen gelassen und der löst, also den löst die ganzen Symbole auf, die in dem Programm quasi noch unresolved sind. Das Programm kann Funktionen aus diesem libgio zum Beispiel aufrufen, enthält die selber gar nicht und der dynamische Linker sorgt dafür, dass die Systembibliothek, die diese Funktion hält, damit zusammengebaut wird und halt an der entsprechenden Stelle im Programm, inzwischen ist das so eine Linker-Table-Dings, eingetragen wird, wie man denn diese Funktion erreicht. Da gibt es unterschiedliche Varianten. Praktisch ist es momentan mit so einer extra Tabelle, wo erst reingesprungen wird und dann wird dann von da aus weitergegangen. Man kann aber auch andere Relocations bestellen, dass es einfach direkt in das Programm an die richtige Stelle gestanzt wird und quasi das Assembly an der Stelle umgeschrieben wird vom dynamischen Linker. Hat Vor- und Nachteile, aber üblich ist es momentan nicht. Genau, und manchmal sagt es so unschöne Dinge wie not found, das würde es hier wahrscheinlich nicht machen. Wenn auf der rechten Seite von diesem Ding sowas steht wie not found, dann führt es üblicherweise dazu, dass man das Binary nicht ausführen kann. Das ist manchmal ganz hilfreich. Wenn man zum Beispiel herausfinden will, warum geht es nicht, oder was noch schöner ist, wenn das Binary zwar ausgeführt wird, aber irgendwie ganz ranzig abstürzt, dann passiert es ganz selten mal, das hatte ich aber auch schon, dass hier nicht sowas Sinnvolles steht, sowas wie libx, linux, gnu, sondern irgendwie home, dreflow, my crazy android install, my other library path, very old thingy.so. Und dann ist das tendenziell der Grund dafür, warum die Funktionen, die der dynamische Linker an die richtige Stelle gepatcht hat, nicht so gut performt haben in der tatsächlichen Benutzung. Beziehungsweise, also ich hatte tatsächlich auch schon mal ein Produktiv-Issue vor 8 Jahren oder so. Da ging die eine Imaging-Library für TIFFs halt nur in der einen Version. Das hat relativ lange gebraucht, bis wir herausgefunden haben, warum es auf manchen Maschinen geht und manchen Maschinen nicht geht. Das war dann halt irgendwie so ein Minor-Version-Upgrade. Für solches Debuggen ist LDD tatsächlich ziemlich nützlich. Man muss das nicht unbedingt benutzen. Das ist ein Minimalbeispiel, wo ich ungefähr weiß, was da passiert. Dieses Binary braucht nur relativ wenig Libraries, libc, libdlso2, das ist ein bisschen irre, das ist quasi das Inneninterface von dem dynamischen Linker. Also der dynamische Linker sorgt dafür, dass das ausgeführte Programm auch wieder mit dem dynamischen Linker, der es selber geladen hat, reden kann, um zum Beispiel zur Laufzeit weitere Libraries zu laden. Das kann man zwar theoretisch auch irgendwie alles selber machen, aber das ist relativ dunkle Magie, weil da noch so Thread-Local-Storage-Pointer und Logs und so mit rumspielen, um während der Initialisierung von Libraries das richtige TM zu tun. Deshalb will man das normalerweise nicht vorhanden machen, deshalb exposed der Linker sein eigenes Interface nach innen. Hier sind auch noch Symbole von dem und das hier ist so ein Kernel-Performance-Hack, um bestimmte Syscalls nicht machen zu müssen, sondern stattdessen Page-Tables an die richtige Stelle im Programmspeicher zu laden, wo man dann zum Beispiel Systemzeichen verlesen kann. Aber man kann es auch komplett weglassen. Man kann auch Executables haben, die den dynamischen Link überhaupt gar nicht benutzen. Die werden halt einfach geladen und ausgeführt. Da wird dann nicht irgendwas vorher zusammengebastelt, sondern die werden einfach geladen und die funktionieren direkt. Aber was ich sagen will, ist nur, weil das da steht, das heißt nicht, es ist kein Executable, das heißt wirklich nur, es ist kein dynamischer Executable. Und manchmal findet man zum Beispiel Builds von Busybox oder so, die auch nicht dynamisch sind, weil es sich einfach anbietet, einfach ein großes Binary zu deployen, gut ist. Dann funktioniert es wenigstens überall. So, LDD ist wahrscheinlich relativ bekannt. Dann gibt es readelf. Readelf kann sehr, sehr viele Optionen. Minus A heißt all. Deshalb ist das meistens relativ informativ.
Das sagt einem, was ist da eigentlich drin. Zum Beispiel bei einem Binary vorne ist ein Alpha da drin. Ja, da steht hier irgendwie Elf. Da steht für welche Art von Prozess, welche. Ist das schon AVI? Ja, es gibt. Also hier gibt es sehr, sehr viele Parameter, die man theoretisch alle etwas unterschiedlich dokumentieren, die ich aber üblicherweise nur in zwei oder drei Gesamtkonfigurationen kenne. Weil halt, ich weiß nicht, ein L64 halt oft auf 64-Bit-Systeme ausgeführt wird und so, ne? Da gibt es gewisse Bedingungen. Genau, die AVI, die Version ist auch 0. Ja, dann sollte das besser ein Executable-File sein, wenn wir es ausführen wollen. Es gibt aber auch zum Beispiel dynamisch startbare Libraries. Es gibt auch so .o-Dateien, die halt später noch von einem anderen Linker zusammengebaut werden und sowas. Dann gibt es ein Entry-Point-Address, wo steht, wenn das Programm denn geladen ist, wo soll es denn eigentlich losgehen. Dann gibt es Program-Headers und Section-Headers. Das ist mir, bevor ich die Specs gelesen habe, auch sehr unklar gewesen. Es gibt das alles doppelt. Es gibt in einem normalen ELF-Datei gibt es eine Liste aller Sektionen des Programms und eine Liste aller Symbole, die in diesen Sektionen sind. Und das ist das, was die Linker zur Bildschein benutzen, um dieses Objekt zu verstehen. Und es gibt außerdem eine Liste von Program-Headers, die beschreiben, welche Bereiche des Programms geladen werden sollen und auch, was der dynamische Linker in diesen Bereichen zu tun hat. In allen normalen Fällen beschreiben diese Sektionen die gleichen Sektionen. Das ist physikalisch nicht notwendig. Man kann das auch anders gestalten. Ich kenne dafür keine praktische Anwendung, außer Reversing zu verwirren. Oder vielleicht um Platz zu sparen, wenn man irgendwie irgendwas ganz Verrücktes bauen will. Aber es gibt es jedenfalls doppelt. Das heißt, wenn man, also je nachdem, was man tut, wenn man es ausführt, wenn man die Program Headers gucken, wenn man es in einem normalen Debugger oder so öffnet, dann, oder irgendwie linked oder so, dann sind es normalerweise die Section Headers, aus denen die ganzen Daten kommen. Ja, dann noch so ein bisschen Offset-Geraffel, damit man halt in die richtige Stelle springen kann. So, dann gibt es Section Headers, zum Beispiel mal 0 Entry in eine String-Tabelle, ja, und so hier inzwischen ordentlich Escape der Regenbogen. Normale Programme schreiben dann sowas wie .text und .bss, das sehen wir gleich beim echten Binary. Und hinten steht, wie man das gerne gemappt hätte, zum Beispiel hier soll das bitte allokiert werden, schreibbar und ausführbar sein, das ist eine sehr schlechte Idee, funktioniert aber wunderbar. Und es gibt auch Program Headers, die beschreiben jetzt quasi, was soll denn bei der Ausführung passieren. Die sind hier, glaube ich, auch 1:1 korrespondierend. Ja. Wenn ihr so die Adressen so seht, ist immer 030 irgendwas geraffelt. Das sind die gleichen. Es ist tatsächlich so, nur das obere ist dafür, nur dieses hier, das untere ist dafür notwendig, um es tatsächlich auszuführen. Das obere ist nur für die Tools. Ja, und es ist nicht dynamisch und deshalb gibt es auch keine Locations und außerdem hat es auch viele andere tolle Sachen nicht. So, und wenn man sich quasi das gleiche Ding nochmal anguckt mit libc dran, deshalb habe ich. Das ist alles ziemlich ähnlich. Dann gibt es hier in den Section Headers. Das ist so eine Dynamic Section und eine dynamische Symbol Section, die hat ja auch den entsprechenden Typ. Und eine Section Relocations, wo drin steht, was der Linker denn damit tun soll. Außerdem gibt es hier in den Program Headers so einen Interpreter String, da steht drin, wir hätten gerne, dass der dynamische Linker sich das erstmal anguckt, bevor das wirklich ausgeführt wird. Und daher weiß der Kernel quasi, welcher Linker da jetzt eigentlich mit zusammengehört und was er damit machen soll. Und da am Ende gibt es halt auch so eine Dynamic Section, die dann den Linker erklärt, was er dann bitte noch zu tun hat, nachdem das Programm geladen hat. Und da steht dann sowas zum Beispiel drin, wie ich hätte gerne, ich brauche eine Shared Library, die soll bitte libc.so.6 heißen. Wo du herkriegst, ist mir egal, aber diesen Namen hätte ich gerne. Und davon hätte ich dann auch ein paar Symbole gerne. Also die sind in diesen Tabellen drin. Und das löst mir das readelf auch gleich noch auf. Zum Beispiel steht da drin, ich hätte gerne an diesen Offset in meinem geladenen Programm mit dem Typ, also mit dem Relocation-Typ, da beschreibe ich den dynamischen Linker quasi, was ich da gerne hätte. Hätte ich da gerne einen Pointer auf den Einsprungpunkt der Funktion oder hätte ich da gerne ein relatives Offset zu der Jump-Instruktion, die den beiden Bytes davor steht, oder hätte ich gerne einen 16-Bit relativen Offset, wenn das denn möglich ist, und ansonsten gerne irgendwie einen Jump-Pad oder keine, also ein Trampoline-Dings installiert oder alles mögliche. Also es gibt ziemlich viele Typen, wie ich meine Relocation bestellen kann. Die wenigsten davon werden üblicherweise emitted von den normalen Compiler-Toolchains, aber der dynamische Linker kann relativ viele. Genau, dann sage ich noch, was mein eigener Symbolwert dafür ist 0 und das liegt daran, dass ich gerne den externen DL open hätte.
Darum soll sich mit der dynamischen Linker kümmern, dass das da hinkommt. Ja, und dazu passend ist halt auch die Simple Table in DynSim dann, wo dann drin steht, ja, ich bin ein Objekt und ich brauche halt, also ein Objektdatei und ich brauche halt diese beiden Symbole. Und es gibt noch 4.2. Ich wollte mal die libc aufmachen aus Gründen, vielleicht mit einem Pager da hinten dran. Ja, es ist ein Kopf vor meinem Cursor, das ist sehr schwierig. So, das ist oben so ähnlich, aber diesmal ist es halt kein Executable, sondern es ist ein Shared Object File. So ein bisschen größer. Da gibt es dann auch irgendwie vernünftige Section-Namen und nicht mehr mein komisches Regenbogen-DC. Und was es auch gibt, was ich. So, der bestellt zum Beispiel hier auch andere Location-Typs. Das ist eben bei Glob.dat irgendwie, Global Data, und das hier ist jetzt irgendwie Relative 64-Bit. 17.000 Seiten später. Was ich auch nicht wusste, was ganz spannend ist, dieses Ding enthält lauter Symbole, die heißen so irgendwas, eine nützliche Funktion, @glibc225. Stellt sich raus, man kann inzwischen 11 Objekte haben, die dieses, also gleichnamige Symbole exportieren, aber mit unterschiedlichen Versionen. Und die libc.so6, die ich habe, hier zum Beispiel, die hat irgendwie diese Version 225 und die hat aber auch noch. Sehen wir das hier noch oder sehen wir das heute unten? Die, hat doch, die stellt auch einige Symbole in anderen Versionen bereit. Das wenn sich zum Beispiel. 2.3. Siehst du es gerade? Oh ja, hier zum Beispiel. Und das ist ein Weg, wie es möglich ist, wenn sich die Binärsignaturen von Kram ändern, trotzdem nur irgendwie eine libc-Häkchen auszuliefern, die aber dann trotzdem für unterschiedliche Binaries funktioniert, die eigentlich gegen etwas oder leicht unterschiedliche Libs mal gebaut wurden. Weil die halt die alten Binär. Symbole noch mit rumschleppen und teilweise, soweit ich das verstanden habe, auch tatsächlich Kompatibilitätscode haben, wenn sich tatsächlich irgendwas inhaltlich geändert hat. Woher weiß der Linker dann, welcher nehmen soll? Das Binary bestellt auch. Also das Binary kann Symbole mit Version bestellen. Das kann es auch lassen, das ist so ein optionales Ding. Wenn es nichts angibt, nimmt es, soweit ich das weiß, das Neueste und hofft. Und du kannst halt auch sagen, ja, ich bin jetzt die libm zum Beispiel, also die Mathe-Library, die weiß, die kommt halt aus demselben Source wie die glibc. Und die bestellt sehr genau, in einigen Fällen, sehr genau die richtigen Symbole. Und sagt, ich möchte jetzt, wenn ich dagegen gelinkt werde, auch genau dieses Symbol. Und da gibt es einige, also die pthread, glaube ich, macht das auch. Mehr sind mir damals, als ich das ein bisschen researched habe, nicht aufgefallen, aber es gibt wohl noch mehrere, die das halt machen, weil sich die teilweise auch, weil sich die Innereien geändert haben. Wenn halt irgendwie früher das Thread Local Storage Lock so funktioniert hat und jetzt funktioniert es anders und diese beiden Libraries benutzen das aber, muss es halt zusammenpassen. Das heißt, man muss aber quasi beim Kompilieren wissen, gegen welche Version man pinnen möchte. So. Genau, wenn du ein bestimmtes Symbol bestellen willst, dann musst du schon wissen, wie diese Version zusammen heißt. Ich habe keine Ahnung, wie da der Engineering-Prozess unten drunter ist, das weiß ich einfach nicht. Also, ja. Aber es gibt offenbar Möglichkeiten, auch Libraries zu bauen, die mehrere Versionen exportieren. So, ich hole jetzt ein bisschen weiter runter. Was passiert, wenn eine bestimmte Version angefragt wird, aber die da nicht drin ist? Dann geht es einfach nicht? Ja, dann kommt so eine hässliche Fehlermeldung. Die habe ich auch schon mal gehabt. Scheiße, ich weiß nicht auswendig. Also geht dann einfach nicht. Nee, ja, es geht halt nicht. Und was wirde ist, es sagt dann irgendwie, cannot, also der Inhalt davon ist quasi, ich habe das Symbol nicht gefunden, irgendwie die libc-Version, bla bla bla. So. Und die Meldung sieht voll so aus, als ob das Symbol nicht da ist. Und wenn du dann mit NM oder so guckst, ob das Symbol da ist, dann siehst du das Symbol vor deiner Nase in der Library. Es wird aber nicht benutzt. Geil. Weil halt die Version bei vielen Tools nicht mehr angezeigt wird. Ja. Ja. Das ist ziemlich toll. Ja, dann gibt es hier noch so coole Hash-Tables, damit man die Symbole auch zügiger auflösen kann. Die sind auch mit reingebrannt. Genau, und dann gibt es noch so. Ja, ich glaube, das ist. Ich weiß nicht, wofür das gut ist. Ja, im Wesentlichen ist das eine Liste von Versionen, aber da ist noch irgendeine extra Semantik drin. Deshalb sind jeder so oft dran. Und man kann noch Bilder, die es dran tun, noch alles mögliche Schöne kann man da dran machen, wenn man das gerne möchte. Man soll 11 Objekte. Also readelf ist das, was einem alles sagt, was in 11 Objekten drin ist. So, das war das. Dann gibt es nm, das ist irgendwie so das. Man weiß nicht, das kann ich relativ früh, das sagt mir irgendwie, welche Symbole sind da. Achso, doch, das ist richtig. Ja, dass diese Library hat gar keine Build-Time-Symbole mehr, ja, Überraschung. Machen wir jetzt mal mit minus dynamic, das ist so die übliche Liste, die man kennt irgendwie.
Dies sind die Funktionen, die davon exportiert werden. Man bemerke, keine Versionsinformation. Aber trotzdem relativ gut machine-readable, also wenn man irgendwie mal mehrere davon auflösen will und ein bisschen frickeln muss, dann ist das oft ein nützliches Tool, meiner Erfahrung nach. So, und dann gibt es noch OptiDump. Das erklärt einem nicht nur die ganzen Metainformationen, sondern es hilft einem auch dabei, Content anzugucken. Es gab bestimmt einen Grund, weshalb ich minus T gesagt habe. Also es ist quasi die gleiche Liste wie gerade, nur in ohne less. Nur diesmal mit Symbolversion dabei. Also das ist quasi in M, aber in groß. Und X und D ist eins davon ist Disassembly, nämlich groß D wahrscheinlich, Disassemble All. Und X ist, achso ja, gibt mir alles. Nein, hätte dann auch noch. Schauen wir dann, ist X, D, optimized. Wo ist mein Minus? Und warum ist meine Struktur nicht beleuchtet? Das Problem ist, dass ich, um zu gucken, meine Hand von der Tastatur schiebe und das halt danach nicht aligned ist. Genau, da kann man jetzt nicht sehen. Oh, da gibt es auch rechte Regenbogen. Also die Section heißen tatsächlich so, wenn man Windtools hat, die nicht besonders gut Terminal-Escape-Sequenzen verstehen. Und Programmierer, die zu faul sind, sich Section-Namen auszudenken für hier ist halt hier. Genau, aber daraus kann man dann auch tatsächlich irgendwie sehen, okay, diese Section hat halt irgendwie echten Assembler-Code drin und das ist quasi das Disassembly davon und so. Das ist, also ich habe es tatsächlich schon gebraucht, weil ich irgendwie Dinge in der Hand hatte, die GDB nicht so gut fand. Das mag damit zusammenhängen, dass diese 11 Binaries ein bisschen komisch sind. Aber mit Objectdump minus groß D kriegt man tatsächlich, also mit klein D kriegt man Disassembly von allen Teilen, die für Instruktionen gedacht sind. Mit groß D kriegt man Disassembly von allen. Je nachdem, was man vor der Nase hat, will man das eine oder das andere. Und das ist jetzt relativ vollständig. Das ist nämlich die Adresse, an der das Programm geladen, also wo es quasi später sein wird. Das sind die Bytes, die dann tatsächlich im RAM stehen werden. Und das ist, was der Disassembler denkt, was das wohl bedeuten mag. Und für relativ feine Programme kann man dem auch Glauben schenken. Ansonsten, wenn ihr noch mehr Details braucht, es gibt einmal die Elf-Spec. Ich wollte die nur mal aufhören, damit man den Titel irgendwie sieht und sowas ungefähr ist. Das jetzt hier halbwegs. Genau, es gibt das L64 Object File Format, die Datei heißt das so, ich habe sie aus dem Internet. Ich denke, man findet sie einfach. Da steht quasi drin, wie sieht so ein Elf im Großen und Ganzen aus, wie werden die Daten darin repräsentiert. Das ist quasi die Specs für dem, was readelf-a wieder rausgereicht hat. So könnte man grob zusammenfassend sagen. Es ist gar nicht so viel, es sind irgendwie 18 Seiten. Das Problem ist, dieses Dokument geht so ein bisschen davon aus, dass man dieses andere Dokument gelesen hat, deshalb braucht es noch 18 Seiten. Das ist System V Application Binary Interface, AMD64. Das ist jetzt schon ein bisschen älter, aber hat sich nichts Wesentliches dran geändert, soweit ich weiß. Das hat ein paar mehr Seiten und das ist quasi die Definition davon, wie funktionieren eigentlich Binaries. Sowas wie, ich habe eine Funktion, die hat einen Int-Parameter und einen Float-Parameter. Wo kommen die eigentlich an? Wie funktioniert das? Liegen die auf dem Stack oder liegt der Float vielleicht in einem Register? Und wenn ja, in welchem? Oder liegt der Int in einem Register? Und wie breit ist das Register? Und kann ich irgendwie 8-Bit-Argumente, kann ich das vielleicht in ein Register zusammen mergen? Oder muss in das einzelne Register rein? Das muss man ja irgendwie klären, damit das alles zusammenpasst, wenn verschiedene Compiler zueinander passende Binaries produzieren sollen. Und das hier ist quasi das Dokument, in dem all das drin steht. Da steht genau drin, wie sieht ein Binary eigentlich aus, wenn ich es auf der AMD64-Architektur, sprich 64-Bit Linux zum Beispiel, ausfinden will. Glaube ich auch, die Internetfilme haben bestimmt auch so. Das ist halt irgendwie länger. Ja. Gibt's Fragen? Ja. Ja. Kann man damit auch Binaries analysieren, die prozessorfremd sind, also architekturfremd? Wenn das. Das sollte mal allgemein gehen. Also ich meine, ich weiß nicht sicher, ob der Binutils-Build, der hier auf der Distro ist, zum Beispiel Disassembler-Support für andere Hosts hat. Aber ich bin mir sicher, dass es Binutils-Builds für die entsprechenden Architekturen gibt und die kann man bestimmt auch woanders bauen. Also Binutils ist das Ding, mit dem unter GNU-Systemen Binaries entstehen. Das funktioniert gegen alle Architekturen, die quasi überhaupt supported sind. Mhm. Es könnte aber sein, dass du die quasi in die entsprechenden Targets neu reinbauen musst, wenn du das benutzen willst. Okay. Hast du mal geguckt, ob es irgendwelche modernen Replacements dafür gibt?
Also für viele von so herkömmlichen Tools, also mit grep ist das zum Beispiel mal passiert, dass man festgestellt hat, hey, wir das in Rust schreiben und so ein paar mehr Annahmen machen, dann ist das auf einmal weniger scheiße. Ja, und man kann damit schneller und effizienter arbeiten. Gibt es sowas in der Richtung auch? Ja, gibt es. Also es gibt halt sowas wie Radare. Ne? Also ich meine, wer will das in professionell benutzen? Reverser. So, die benutzen das aber halt nicht. Ich gebe mir mal einen Dump von irgendwie 18 Megabyte Assembly. Ja, genau. So, das ist halt eigentlich Bullshit. Ja. Es ist ein ganz, also ich fand es sehr nützlich, weil es ein sehr gutes Low-Level-Debugging-Tool ist. Und als ich das gebraucht habe, war es halt so, ja okay, ich habe gerade von Hand ein Elf-Binary gebaut, erklär mir, was das bedeuten soll. Ja. So, dafür war es halt genau das Richtige, da hätte mir Radar halt nicht viel geholfen, weil es halt davon ausgeht, ich habe ein funktionierendes Programm und ich will dir helfen, dabei zu verstehen, was die Logik dahinter ist. Das ist einfach eine andere Zielrichtung. Ja. Aber der übliche Anwendungsfall, so, ich habe einen Binary-Blob und will verstehen, was darin passiert, wird halt gelöst durch so klassische Reversing-Tools, IDA, Radare. Ja, klar. Und deshalb, also, habe ich jetzt so die gleichen Sachen nicht nochmal modern gesehen, allerdings auch nicht gesucht, muss ich sagen. Ja. Welche Tools davon funktionieren mit anderen Binary-Formaten? Ich meine, es gibt ja nicht nur Elf. Und Readelf funktioniert wahrscheinlich logischerweise nur mit Elf, aber könnte ich jetzt mit Objdump oder sowas auch an andere Binary-Formate dran gehen. Das würde mich wundern. Also ich könnte mir noch, ich weiß es gerade nicht, ich könnte mir vorstellen, dass man Objdump oder so nee. Doch, wahrscheinlich geht das. Wahrscheinlich wieder die gleiche Antwort wie mit den anderen Host-Architekturen. Es gibt ja, also es ist ja nicht überall unbedingt sehr, also da wo Linux läuft, ist es ja nicht unbedingt überall, glaube ich, mit Elf. Das kann ja auch andere Binary-Formate laden. Ich vermute, dass Binutils auch andere Binary-Formate erzeugen kann. Also insbesondere Raw Images sollten irgendwie gehen. Und ich vermute, dass man sowohl Objdump als auch... Naja, nee, der andere macht eigentlich keinen Sinn. Aber wahrscheinlich Objdump zumindest sagen kann, so hier, nimm einfach mal an, das ist irgendwie... Das ist jetzt hier mein Plain Blob, den ich später laden werde. So meine Firmware-Image oder so. .com-Datei. Ja, genau, das ist ja ungefähr genauso gut. Yeah. Disassembliert ihr mir das mal, also, das sollte gehen. Oder halt, wenn man irgendwie mit Zeug im EFI rumspielt. Aber du kannst, also GDB kann das aber auch. Also das habe ich, ich habe das irgendwann schon mal mit GDB gemacht, meine ich mich dunkel zu erinnern. Einfach zu sagen, hier, lad mir diesen Blob mal an die Adresse. Dann hat das halt gemacht. Und danach habe ich gesagt, disassembliert mir halt mal diese Adresse. So, okay, dann habe ich halt was gesehen. Okay. Ja, aber also ich, es könnte sein, dass zumindest für Objdump man in den Binutils noch ein bisschen was rauskriegt. Aber warte mal. Naja, also zumindest. Das sind aber alles nur andere Host-Architekturen tatsächlich. Wobei, nö, das hier sieht schon ganz gut aus. Guck mal. Supported Targets und ich glaube hier. Das sind Architectures, aber eben habe ich auch irgendwo ARM und so. Das auch. Oder Binary zum Beispiel oder iHex und so. Aber kein PE. Das ist PEI 386, also hier, Mimimi. Ach so. Da ist sogar ein 64-Bit. Also ich habe ja nie benutzt, ich habe das funktioniert. Ich denke, das Please ist so ein different OS. Da ist auch Verilog. Okay, da kann jeden Scheiß. Frage beantwortet, vielen Dank. Ja, habe ich auch was gelernt, danke. Ja. Cool. Ja, dann vielen Dank.